Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, heute in Ägypten. Seid gespannt, wen wir da treffen werden. Genau deswegen wurden die Pyramiden gebaut. Oh, keinen anderen Grund natürlich. So, unser letzter Gegner in der Art von geschichtlichen Gegnern. Und den letzten Stein, den wir hier bekommen. Und dann auch unseren letzten Slot. Wir werden diesmal den Panzerfelsblock nehmen. Ich weiß nicht, wo ich den eigentlich her habe. Und ab geht es in die Runde. Wir gucken uns die Runde mal kurz an. Sie ist doch schon ein bisschen kurvenreich hier lang. Eine enge Kurve hier. Ach, ey, Alter, ist die lang. WTF, wie fucking lang ist denn die Runde? Und der Gegner ist am Rollen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ach du Scheibe. Ich hab gerade noch gesehen, wo eigentlich der Umweg ist. So. Weil es geht nicht hier irgendwie durch. Wir müssen hier drüber springen. Nice, ist gar nicht mehr so schlecht. Ahahaha. Aua, aua, aua. So. Geil, geil, geil. So rum. Also ich glaube, dass ich habe hier mir wirklich das Beste zum Schluss aufgehoben. Wenn er so guckt, was hier ist. Wie groß die Map ist, wie geil die aufgebaut ist. Mal wieder eine lustige Story eingebaut. Also, ich glaube, ich habe doch wirklich das Beste zum Ende jetzt aufgehoben. Frage ich natürlich, ob auch der richtige Ball dafür ausgewählt ist. Aber das werden wir ja sehen. Er hat natürlich viel mit Bomben hier. Angeblich soll man mit dem gut Schaden machen, stand in der Statistik dort. 171 Schaden. Er hat zwar volle Geschwindigkeit gehabt, aber er war auch irgendwie ganz. Deswegen, keine Ahnung, wie ich das kapieren soll. So, durch unsere erste Abwehr und unsere zweite Abwehr ist er durchgekommen. Deswegen bauen wir jetzt eine Nummer davor noch. Und wir können los. Aber ich wollte zuerst mein restliches Geld ausgeben. Weil das Geld sollte man ja nicht wegwerfen, oder? Oh! Ah! Getroffen! Ah, ich habe ihn tot gemacht. Hey! So, hier rum. Damit sein Shit-Ballistik-Dinger hier. Und drüber springen. Ah, Mist! Dort. Alle dort. So. Aber ich glaube mal doch, gegen Rammes haben wir auch wieder eine gute Chance. Wir sind relativ schnell unterwegs. Und haben auch mehr Schaden bisher gemacht als er. Deswegen alles gut, alles gut. Ja, wir haben so einen Elefant getötet. Alter, man ist wirklich extrem schnell mit dem Ball unterwegs. Ich weiß nicht, Schnelligkeit war glaube ich nicht ganz so megamäßig geil, aber trotzdem. Alter, jetzt fangen die draußen an zu mähen oder was? Gibt's doch nicht. So, wir fahren fast gleichzeitig mit ihm los. Ich habe hier oben jetzt noch eine andere Abwehr gebaut.
Gucken, ob es was klappt, ob das geht. Er hat viele Abwehren dort oben, aber er hat auch viele kleine Abwehren und ich habe relativ große Abwehren. Das mag doch einen ganz schönen Unterschied machen. Wenn man so gucken, er hat hier viele Basilistiken, die einfach im Viererfeld benutzen oder brauchen. Und ich habe dort oben eigentlich Kanonen und alles mögliche. Wir sehen jetzt, er ist drinne. Er ist in meinem What the fuck? Alter, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ich weiß auch nicht, wieso ich auf einmal so schnell war. Und er ist bei mir durch. Alter. Ja, du stirbst jetzt auch noch. So. Die Dinger haben mich angelockt. Angelotzt haben sie mich. Also ich möchte nicht. Wie vertikal? Nee, wie heißt das gleich, wenn man Schweine spürt? Ich kenne mich überhaupt nicht gut in der deutschen Sprache aus. Ja, ich bin aber Deutscher, keine Angst. Ich habe nur eine. Ach du Scheiße, er ist durch. Er ist fucking durch. Nicht gut, nicht gut. Ich bin trotzdem schneller als er, aber es ist nicht gut, wenn er schneller durch ist als ich. Also wir müssen jetzt irgendwas hier bauen, dass er ja nicht so schnell durchkommt. Die Frage ist nur, was... Ja, vielleicht. Vielleicht war das gut, vielleicht aber auch nicht. Oder irgendwas bauen, was ihn richtig, richtig zerstört. Das ist jetzt die Frage, was wir eigentlich machen. So, hier schön Kanonen nach oben feuern lassen. So sieht es aus. Haben wir hier noch Platz? Nein, wir haben kein Geld mehr. So, wir machen los. Ich hoffe mal, der letzte hat jetzt auch noch gereicht. Wir müssen ihn einfach nur zerstören oder eben schneller am Ziel sein als er. Wobei ich mir denke, dass ich... Oh, ja, das ist die Frage. Was denke ich denn? Ich denke irgendwie gar nichts. Oh, was soll denn das? Wird jetzt eine kurze Abkürzung hier nehmen und... Ja doch, war eigentlich eine gute Abkürzung fast. Wir essen ein kleiner Ball. Trotzdem habe ich nicht die Hoffnung, dass ich schneller am Ziel bin als er oder er noch kaputt geht. Er sieht noch ziemlich intakt aus dafür. Und ich weiß auch nicht gerade, wo er auf der Map ist. Und er ist durch. Er ist durch. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. So, Leute, wir machen jetzt los. Wir sind jetzt in der Runde gegen den... Also, wir machen noch nicht ganz los. Aber wir sind jetzt auf dem Weg, ihn jetzt fertig zu machen. Ich hoffe es mal. Den ersten Schritt haben wir gemacht. Und wir haben eine super Abwehr hingebaut, wenn er sie nicht gleich vernichtet. Hi. So. Oh ja. Aber er hat sich selber, glaube ich, in die Luft gesprengt komplett. Hoffe ich mal. So, wir müssen die Banken hier erstmal zerstören. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Danach kommt das hier. Und ich habe endlich mal kapiert. Ich wollte mich jedes Mal aufregen, dass ich diese fucking Mauer nicht habe. Aber ich habe jetzt kapiert, dass man die Mauerteile ziehen muss. Nein, 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 nicht gut, nicht gut. So ist es nice. Also, dass man die Türme ziehen muss, um eine Mauer zu bauen, das habe ich gerade gelesen. Geil, oder? Und er ist schon durch. Das heißt, er hat meine einzige Schwäche durchbrochen, die komplett auf dieser kleinen Strecke hier aufgebaut ist. Wir hoffen mal, dass er im Moment kein Geld großartig bekommt, weil wir haben seine Mauern zerstört und ich hoffe natürlich, dass wir mehr Geld bekommen. Also wir haben nicht seine Mauern, sondern seine Banken zerstört. Und ich muss echt sagen, mir ist gerade ein kleines bisschen übel. Ich habe jetzt eine Nachtschicht hinter mir. Ja. Superbomben. Geil. 1004, naja. Ziemlich viel. Hust, hust. Beschädigter Felsblock. Und
maximale Geschwindigkeit, okay. Und er macht schon wieder los. Was ist denn los? Alter, das gibt es doch nicht. Ich habe noch niemanden Abwehr hier bauen können. Wie einfach meine ganzen Sachen zerstört hier ohne Probleme, das gibt es doch nicht. Das tut doch schon weh im Herzen. Eigentlich, die wichtigste Sache ist, ihn zu zerstören. Ach du Sch... Was hat denn der hier... Ich weiß nicht, was er hier eigentlich damit vorhatte, aber er hat es nicht geschafft. Und das ist, glaube ich, am wichtigsten. Er kam aber durch. Mit sehr, sehr viel. So, und wir hoffen mal, dass wir... Wir kommen mit 171, mit einem beschädigten Felsblock und hoher Geschwindigkeit an. Ich möchte gerne mal wissen, wenn der Felsblock nur so ein kleines bisschen beschädigt ist, wie dann die Chancen oder die Schäden aussehen. 193. Nice. Zucker. Einmal nochmal so durchkommen. Und wir sind komplett durch. Und er müsste zweimal durchkommen ungefähr. Und das ist richtig, richtig Zucker. So, er ist schon wieder unterwegs. Ich weiß aber, dass ich das alleine nicht hinbekomme, ihn jetzt zu zerstören. Ich könnte es eigentlich mal probieren. Warum mache ich das eigentlich nicht? So, und wir können losmachen. Ich habe ihn ja mit dem letzten Blitz leider nicht mehr getroffen. Schade, schade, Schokolade. Ja, genau so sieht das aus hier bei dir. So, jetzt könnte man probieren, langsam und vorsichtig durchzukommen, weil wir wissen, er wird nicht durchkommen. Das könnte er vergessen, dass er jetzt durchkommt. Aber dass wir durchkommen, ist eine relativ hohe Chance. Deswegen würde ich mal probieren, dass wir jetzt vorsichtig hier durchgehen. Oder einigermaßen vorsichtig. Und was baut er hier? Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Wenn wir jetzt nämlich noch durchkommen, also so durchkommen, könnte es passieren, dass wir durchkommen. Jetzt ist die Frage, so weiß ich es echt nicht mehr. Wir haben jetzt zu viel Schaden, glaube ich, bekommen schon, um ordentlich durchzukommen. Es liegt jetzt wirklich an der Macht, also nicht der Karten, sondern des Steines. Und diese fucking Ding schmeißt mich runter. Das Miese ist wirklich diese runterwerfen hier nochmal. Ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Kannst du... Nein! Oh! Das ist fies. Das ist richtig fies. Wir müssen jetzt hier komplett aufhalten. Alles, was geht. So, ich muss ihn versuchen zu vernichten. Weil anders geht das gerade überhaupt nicht. Weil selbst wenn ich jetzt versuche durchzukommen, ich werde das nicht mehr schaffen. Und er wird hier aber auch locker durchkommen. Er wird locker durchkommen. Bringt mir nichts mehr. Naja, Leute. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wenn ich einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Oh, auch nicht. Somit haben wir noch einen zusätzlichen Part leider dazu bekommen. Schade. Na dann. Ciao, ciao.